Ich hab auf die Chance nur gewartet. Rap La Rue, ich komm von der Straße. Was geht ab, YouTube? Nächste Folge Rap La Rue mit meinem wunderschönen Bruder Juri. Juri bringt ein Album raus, checkt's ab, Vorbesteller-Link in der Bio. Checkt die neue Single ab. Rap La Rue Bewerbungsphase ist erstmal zu. Bald geht's richtig los, Daddies. Bald kommen die richtigen Shows, die richtigen. Da packt Juri richtig aus, Adreddies. Der ist auch ein Kandidat vom Rap La Rue tatsächlich. Ja. Ich habe mich beworben, ich bin froh, hier zu sein. Danke nochmal an die Community. Ich hoffe, ich schaffe das. Alles zum gut. 80. Platz ja, das wär, zu werden. Also das wäre auf jeden Fall geil. Ich sag dir ehrlich, wenn du 80. schaffst, dann wirst du schon meine Überwartung übertreffen. Boah, das ist schon Baba. Wir gehen rein, Adreddies, mit dem ersten Kandidaten. Sein Name ist Tokat in Your Face. Tokat. Stark. Der kommt aus Hamm. Juri, ja? Gar nicht mal so stark. Gar nicht. Du bist so ein Wichser, Digga. Bruder, du hast gesagt, wir müssen heute schnell machen. Heute wir müssen auch schnell machen, Bruder. Ja, deswegen. Aber Bruder, Ballchance. Nächstes Mal klappt das wie Fußball. Mal gewinnt, mal verliert man. Ich fand den gar nicht so übel, Bruder, ja? Okay, du hast ihn einfach geroastet, Bruder, ja? Stimmt doch gar nicht, Bruder. Check den ab, Tokat in your face. Ich küsse dein Auge, mein Bruder. Der Juri hat was gegen dich. Schreib Nein, ihn auf Instagram. Mann. Was ein Typ, Alter. Schreib mir, Bruder. Schreib mir jeder, der will. Ey, schreib mal Juri bitte. Weil Juri will auch jetzt Rapper signen, tatsächlich. Aber auf jeden Fall. Ja. Oder nicht? Nein, Bruder. Okay, der nächste ist aus Trebur. Alfredo. Alfredo. Punkt 264, gehen wir rein. Die Weste bringt auch nichts, wenn wir auf dich einhauen. Schlagen dich tot und danach erstmal einbauen. Geh rein schon in dein Bunker, wir kommen dich rippen. Mit Jungs, die den Schnapp direkt wieder versippen. Zerstritten mit Brüdern, weil Geld macht dich eklig. Wegen leeren Magen wird man hier früh tätig. Dass du eine Fotze bist, wird längst bestätigt. Weil ich Mutter fick, wird mein Name verewigt. Tauch 1,8 ins Paper, der Joint ist am Knistern. Hol mir was ich will, keiner kann mich dran hindern. Hab keine Angst vor euch billigen Kindern. Für Parkplatten braun sind die Brees hinter Gittern. Ja, Bruder, es ist so. Es ist okay, aber hebt sich ab für dich? Ehrlich gesagt nicht, ja. Alfredo, mein wunderschöner Bruder, du kannst rappen, Bruder. Du kannst rappen. Ob es für die Top 100 reicht, weiß ich nicht. Vielleicht für die Top. Für die Top? Ja. Für Top 1000 bist du auf jeden Fall drin, oh. Bruder. Du Wichser, ey. Ich hab mir versucht, gerade Mut zuzusprechen und du machst das einen auf. Das war hart. Hör auf, Alfredo, du bist weiter. Ich küsse deinen Spaß. Aber Alfredo, du bist echt gut, aber es reicht noch nicht. Es reicht einfach noch nicht. Wir suchen noch eine Stufe oben drüber, Bruder. Der nächste kommt aus Hamburg. Sein Name ist SHA3K3N. Gehen wir rein. Also ich finde den Film, den Vibe ist cool. Ja, aber es ist auch zu oft, Bruder. Das sehe ich mittlerweile zu oft. Bruder, was sagst du, Juri? Ich fand seinen Vibe cool und was er gemacht hat, aber es war noch nicht so. Es war noch nicht ausreichend, gell? Ja, aber ehrlich, ehrlich sein, Bruder. Bruder, das sehe ich halt auch zu oft, diese Masken und so heutzutage, weißt du, diese Sturmmasken. Ja, Bruder, für mich war. Das ist so Trend geworden, Bruder. Es war so Durchschnitt einfach. Es war okay. Ja, ist okay. Man braucht sich nicht dafür zu schämen, Bruder. Der Beat war gut, die Beatwahl war ja, auf jeden Fall man gut. Kann so seinen Freunden zeigen. Ja. Aber danach sagen, Bruder, bitte lösch.
Nein, ja. Spaß. Es war so okay, es war vollkommen okay, in Ordnung. Aber ob es reicht, weiß ich nicht, mein wunderschöner Bruder. Der nächste kommt aus Düsseldorf. Sein Name ist Young Samu. Gehen wir rein, hören wir uns an. Was hast du gemacht, Young? Bitte, Young Samu, bitte. Young Samu, 419. Gutes Video schon mal. Deutschland wird so heiß, dann mach ich eben Urlaub im Fonds. So viel gesehen, ja, ich bekomm nichts mehr mit. Bin in Trance, doch ich halt weiter die Balance. Doch ich halt weiter die Balance. Ja, kannst du direkt weitermachen. Bin in Trance. Ey? Deutschland wird so heiß, dann mach ich eben Urlaub im Fonds. So viel gesehen, ja, ich bekomm. Ach, Bruder, keine Ahnung. Komm nichts mehr mit. Bin in Trance, doch ich halt weiter. Bruder, Ausbildung. Ausbildung, Bruder. Es tut Schule mir leid. Erstmal, Bruder. Alla Schule und Ausbildung dann, Bruder. Young Samu, mein Bruder, reicht nicht, Bruder. Was ist das denn, Bruder, ja? Was ist das denn, Bruder? Das war schwierig, Young Samu, Bruder. Das ist nicht real, genau, Bruder. Das war nicht real, Bruder. Das warst du nicht. Das war irgendjemand anderes. So, der nächste ist. Bist du da, Juri? Ja, Bruder. Wir hatten letztes Mal so gute Leute dabei gehabt. Ich hoffe, dass wir heute auch daran kommen. Der nächste kommt aus Hannover. Sein Name ist CJ39. Samuel. CJ. CJ39, hä? Stehe mal wieder im Vollverdacht, das Panorama genieße ihn im Vollkontrast. Sex in diesem Mund, mein Bunker am Wochentag. Damals mit 14 Jahren das erste Schloss geknackt. Verpacke 39 Kisten in Vakuum. Geh diesen Weg, denn ich bin völlig wahllos. Räume die Kasse in 2-3 Minuten und kriege mit, wir sind mal wieder auf Warnung. Die Straße hat mich viel geleitet, ging nie regelmäßig zur Schule. 17. Stock, brennender Gibbet und ich genieße mit meinem Bruder die Ruhe. Aufgewachsen mit Junkies im Treppenhaus, Crack in der Küche und Stink in der Bude. Und trotzdem fragen sie, wieso ich den geraden Weg lebenslang nicht mal versuchte. Weißt du, was mich interessiert? Ob die Leute da draußen genauso denken wie wir. Darum, bevor du jetzt was sagst, Chat, sagt mal, was ihr denkt darüber. Mhm. Sagt mal genau, was ihr denkt. Ich habe so eine richtig feste Meinung, Digga. Der Hund ist sweet, ja. UK-Rap von AliExpress, Trap, Drill Nerv, paar gute Reime, ausgelutscht, Baba. 0815, zu oft gehört, langweilig, 0815, langweilig. Stani halt, ne? Stani. Bruder, das ist genau meine Meinung. Ich finde, er ist so okay, er bewegt sich so auf dem okay, so, aber das ist nichts, was sich abhebt, Bruder. Er ist Stani, leider. Er ist Stani, Bruder. Das ist auch nicht böse gemeint, Cousin, Walla, aber das ist einfach die Wahrheit. CJ39, Bruder, es reicht leider noch nicht, Bruder, ja? Ich küsse dein Herz, es reicht nicht, Bruder. Es ist so okay. Ist okay. Der nächste heißt Bratko.37. Er kommt aus Wilsbibenburg. Gehen wir rein. Komm, ich will dich herum, jeder will haben, doch keiner von uns sieht das Licht. Ich zwinge dich nicht, aber komm mit mir mit und ich zeig dir eine schöne Aussicht. Wir fahren zusammen und ich halte deine Hand, aber bitte weit weg von hier. Ein Mädchen wie du fickt auf Dauer mein Kopf, doch ich will dich nicht verlieren. Ich will dich nicht verlieren, wird noch nie passieren, werd dich akzeptieren. Zeig dir meine Welt, alles parallel, bleiben wach bis wir. Du bist meine Mademoiselle, laufen ab den Bands, ich bin nur mit dir. Du bist alles, was ich sehe, nicht mit mir im Weg, du bist heute mit mir. Das ist jetzt dein Kandidat, du musst auch was sagen heute, Bruder, ja? Also Video hat er sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, sieht man. Ich fand auch, da wurden keine Kosten, Mühen und gespart. CGI-Effekte hat er auch auf jeden Fall drin. Krass, ja? Und ich würde sagen, auf jeden Fall, wir machen weiter. Ja, ich würde sagen, der soll sich so einen neuen Künstlernamen suchen. Irgendwas Bescheidene, wie der beste Rapper der Welt oder sowas. Irgend sowas, weißt du? Mhm. Bratko.37 ist so, das weißt du, weiß ich nicht. Der nächste ist fco.44 aus Herne. Guck mal, die Leute, was schreiben. Bruder, mit Juri macht ihr alle runter. Bruder, Juri, warum machst du alle runter, Bruder? Oder war das scheiße, ne, eigentlich dann? Die waren eigentlich krass, Bruder, ja. Die waren eigentlich krass. Die waren besser als Bobby, Digga. Boah. Ich fand den letzten, der war besser als ganz eigentlich. Was soll das und so? Ja, das war nicht korrekt. Das war ehrlich nicht korrekt von dir, Juri. Okay, ich enthalte mich, dann müsst ihr selber bewerten. Okay, Granit, Dankeschön für 100 Bits, mein Bruder, wir gehen rein. Aiko! Fängt schon mal gut an. Komm zu mir, ich lass dich ziehen an mein Paper. Ich will die Rolex
Flex in Dayjars. Nein, das ist kein Spaß. Deshalb mach ich die Jara in meiner Stadt. Boom, wo ja, schala kriminell. I have a dream und das ist die Welt. Komm zu mir, wenn du hast bestellt. Komm zu mir, wenn du hast bestellt. Hey, mein Tasche ist enthält Maximum THC. Ich hab mir Bruder, wie willst du da nicht gemein sein? Sei mal ehrlich. Sei mal ehrlich. Keine Ahnung, Bruder. Das ist jetzt dein Part wieder. Ich mach den nächsten dann. Bruder, ich küsse sein Herz. Das einzigste Stabile in diesem Video war die kurdische Vibe, Flagge, Bruder. Aber ohne Substanz schreiben die. Ja. Ich fand auch die Beatwahl gut. Ich fand nur die kurdische Flagge sexy, aber alles andere war nicht, weiß ich nicht, Bruder, ja? Das war so, war nicht so, Bruder, ja? Keine Ahnung, Alter. Das war Jul aus. Bogen, ich auf mit dem CBD. Nee. Das war Jul aus Action. Kennst du diese Laden Action? Bruder Herz, Efko. Bruder, vielleicht nächstes Jahr, mein wunderschöner Bruder. Walla, auch gar nicht böse gemeint oder so. Aber es ist einfach noch nicht so weit, Bruder. Und was bin ich denn für ein Typ, wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, Walla, du bist krass, Walla. Aber das wäre einfach gelogen. Darum, Bruder, ich küsse dein Auge. Und nächstes Jahr bestimmt, weißt du, ein bisschen reinkommen, noch ein bisschen so, ein bisschen üben und so. Danach klappt bestimmt. Der nächste ist HMZ0511 aus Hannover, der wunderschöne Bruder. Lee, dankeschön für den 5. Ich küsse dein Herz. Wir gehen rein. Bruder von A nach B, es geht zum Kanal B. Bruder, komm, parallel, ich muss doch fachwerfen. Oh, guter Vibe, komm, bitte verkack's nicht. Bruder, komm, parallel. Jungs sind auf Haftbefehl, Schurup in Seitentaschen. Blaulichter Block, da muss weitermachen. Zieh ne Gewinnen und ne Tüte, pack kein cooler Baustoff, denn er hängt auf miesen Affen. Dreh mir ein Jolo, muss weiter puffen. Die Bitch neben mir kann nicht die Finger lassen. Wenn der Tag auf Bullen uns wieder packen, gibt es Combo links, rechts, miesen Hacken. Fick deine Straße, Jungs hinter mir, aber sie ist die Lage. Verkaufen die Scheiße, doch die sich Schnase, weil ich nicht für Konsum verpacke auf Hacke. Raki bricht auf am Mann, Afrika zu Wand, am Kambruck lädt ihr die Dinge. Die Jungs sind verdammt, Töko zugibt kein Hand. Nein, wir sind nicht verwandt, meine Jungs such ich aus vor dem Rest halt Abstand. Ware von A nach B. Es geht um Cannabis, Para kommt parallel. Jungs sind auf Haftbefehl, Ware von A nach B. Es geht um Cannabis, Para kommt parallel. Jungs sind auf Haftbefehl. Bruder, ich hab halben Satz verstanden, du? Er ist wahrscheinlich so sein Stil. Ich finde die Hook besser als den Part auf jeden Fall. Hat er schon, ist so nicht schwer, also, oder? Ja, aber ist schon nicht schlecht. So, er hat gute Ansätze. Und dann wollte ich ihn gerne fragen, wo er diese Maske her hat. Ist das die neue Dior-Kollektion? Du Wichser, du bist so oder? Gemein, Digga. Nein, Bruder, ich frag doch nur. Das, ich meine das ernst, ich finde die ich krass. Ich kenne die. Ja, gibt's die Maske? Ja, okay. In Nador. Okay, krass. Ich kann's dir auch kaufen. Nein, aber ey, mach weiter so. Es hört sich auf jeden Fall an, dass du irgendwann rasierst. Also ich sag dir ehrlich, als er angefangen hat, ich hab mir gedacht, boah, Baba. Ich dachte auch, wird sehr, sehr ja, krass. Ja, ich hab mir gedacht, es wird krass. Aber danach, Bruder, so. Hast ein bisschen nachgelassen. Nicht, also ich fand die Hook echt nicht schlecht, Bruder. Ich küsse dein Auge, mein Bruder. Vielleicht nächstes Jahr. Man hat gemerkt, gute Ansätze waren da. Ja, und ja, so. Ich küsse dein Herz. Ola, vielen, vielen, vielen Dank für deine Bewerbung, mein wunderschöner Bruder. Ich bin dick gespannt, wie die Top 100 aussieht, Juri. Ich gell? Bin auch gespannt. Ey, du weißt, aber sag noch nicht, wohin. Sag noch nicht, wohin. Nicht, dass du leakst, Digga. Wir fahren mit der Top 10 weg. Du weißt, gell? Nach. Sag nicht. Okay. Wir fahren mit der Top 10 weg. Nach. Hör auf, Juri. Casablanca. Ja, okay. Hä? Algerien. Algerien, sagt Jonas. Algerien wäre lustig, ja? Ja. Okay, der nächste heißt Guido unterstrich unterstrich unterstrich. Guido Schulz. Er kommt aus Stuttgart. Gehen wir rein, was der Guido uns mitgebracht hat. Jawoll. Oh. Hey Guido, Alter. Abo. Unterm Auge trage ich Namen von der Welt, die du für Geld auf einer Leinwand siehst. Der Bürgerkrieg begründet meinen Aufenthalt, doch sie verleugnen uns. Propaganda hat die Oberhand. All die Panzer aufeinander aus dem Vaterland. Ja, ich bin Hara, komm aus nem Kontinent, von dem du nur gelesen hast oder gesehen im Internet. Tijara auf der Straße, aber irgendwie passiert nix. Der Traum vom reichen Leben in Europa wird zum Irrsinn. Ein paar meiner Leute findest du im Mittelmeer. Riskieren ihr Leben, denn bei uns bist du ein Ficker wert. Soy mucho loco, c'est la vie, mon frère. Leben am Limit, sag wie nicht am Meer. Die Schule bringt dir bei, wie du ein Sklave dieses Lebens wirst. Studenten nach dem Abschluss stehen im Regen ohne Regenschirm. Unser Leben paradox, du musst entscheiden. Löst dich von den Ketten oder lebenslang am Schweigen. Wir tragen Narben auf der Seele, wir verdecken sie mit Gangsigns. Heb die Ficker in die Luft. Schließ die Augen, nimm ein Schluck. Stark.
Findest du stark, ja? Ich fand den gut, also... Ich hab ein, zwei Sachen, Bruder. Paar Reime sind noch nicht so... Ich würde sogar gar nicht auf die Reime eingehen. Okay. Also, so Reime waren so, manche waren so Ding. Aber ich feier diese... Also, guck mal... Bis jetzt ist er der Beste. Ja, es war auch nicht schwer, Bruder, zwischen den ganzen Pfandflaschen. Das war gemein. Ihr seid keine Pfandflaschen. Zwischen den ganzen Dosen Bier, weißt du? Aber, diese Oldschool, Bruder, gell? Ja. Man muss doch irgendwann checken, ey, guck mal, die Mucke ist so cool so, aber das ist ja nicht Oldschool, Oldschool, das ist ja, Bruder, 90s alle. Ja, aber ich fand, wie gesagt, rapmäßig hört er sich auf jeden Fall clean an. Ja. Vielleicht ist er auch auf neuen Sachen gut, ne? Das ist die Frage, das weiß man ehrlich nicht. Aber so hat er sehr gute Ansätze und war bis jetzt, wie gesagt, der Beste. Ja, so schlecht war der gar nicht, ja, der war ehrlich nicht schlecht. Das 98er Baujahr. Hat gerappt, als ob er 72er wäre, ja. Ja, aber wie gesagt, finde ich nicht schlecht. War auch nicht schlecht. Video war auch gut, Bruder. Guido, Alter. Der hat einen sexy Namen, Bruder. Ja, der hat sich auch Mühe gegeben. Ja. Guido Schulz. Guido, Alter. Guido, mal gucken, Alter. Vielleicht nehme ich dich mit. So ein bisschen Oldschool-Inspiration. Wir hatten einen Oldschool-Rapper, der war geisteskrank. Guido war auch fresh, Digga. Guido, dreimal unten Strich. Check den Bruder gern ab. Shoutout an den Bruder Allah. So sagt man das doch damals in der Bronx. Shoutout, check my boy Guido, unterstrich, unterstrich, unterstrich. Das ist meine Muttersprache. Der nächste ist Yesin aus Frankfurt. Boah, ja. Sein Künstlername ist Vapo, unterstrich Chino. Ist das nicht ein Kaffee? Vapuccino, doch. Allah, warum hast du dich wie ein Kaffee genannt, Bruder, ja? Vapuccino. Allah, heißt wie ein Kaffee. Ist Frankfurt. Ja, das ist Frankfurt, das ist mein Start damit. Meine Mutter sprach Hessisch. Das ist Frankfurter Rindschwurst. Fick deine Mutter. Frankfurter, Alter. Mit den Jungs hängen im Tiefpunkt. Kann man ein und ich gehe allein. Weil sie hängen, gefriert die Siedlung. Sonne scheint doch jeden noch zugleich. Setz alles auf Rot, hab ne Vision. Keine Frage, Schubkarte rein. Gebe 100% für die Million. Bin Startler, heute komm ich später heim. Wow, scheine bunte meine Bändung. Wow, 8-9 die Rettung. Wow, alles nimmt eine Wendung. Wow. Das war's? Ja. Boah, ich wusste gar nicht. Big Mo, sag doch, dass du dich beworben hast, Cousin, ja? Bruder, ich sag dir ehrlich, ich fand den gar nicht mal so schlecht. Ich fand den auch nicht schlecht. Walla, Yesin, ich fand nur die Effekte ein bisschen so im Ohr. Die haben gestört, so? Ja, so ein bisschen. Ja, ich hab mir gedacht, Digga, vielleicht hat er versucht, so was Neues zu machen, weißt du, mit diesen Effekten. Ich hab auch letztens versucht, so was Neues zu machen. Ich hab meine Schuhe einfach nicht gebunden. Aber das sah nicht so geil aus. Ey, Vapuccino, Vapo unterstrich Chino. Bruder, dankeschön für deine Bewerbung. Ich fand zwar nicht mal so übel. Du bist auch außerdem aus Frankfurt. Du hast mein Muttersprachvorteil, Cousin. Und ja, es war okay, Bruder. Es war ein bisschen kurz. Ich würde gerne wissen, was du so ein bisschen Ding. Aber wenn es dieses Jahr nicht reicht, nächstes Jahr hundertprozentig. Gehen wir in den nächsten Adrellis. Der kommt aus Kaltenkirchen. Sein Name ist 063 Hako. Mein Netz zerstören, damit du mich verhaftest. Denk nicht, dass du mit deiner Marke krass bist. Ich hasse dich und alle anderen Cops. Nonstop am Block, Digga, lutsch jetzt meinen Kopf. Was für ein Job und was für ein Freund und Helfer. Davor werd ich besser Gangster. Ich schrei auf dich wie fuck the police. Peace in der Tasche, Digga, 5Gs. Mache Para durch die Jelly, zieh dich ab, löschelst du niemals nach. Du wirst hochgenommen wie damals, Kaugummi-Automat. Nach Verwendung, Jackpot und Betting knacken. Ich lasse gerade mein Beamer unter Benz, dann sitz am Lenker, du willst dein Web nur verändern. Fahr dich in Blocks und geh ein Fick auf die Kopf. Und die Bauchtasche voller Stoff. Okay. Oder meint ihr das ernst? Warte, warte, warte. Jetzt, die Leute haben ja gesagt, seid nicht gemein, gell? Ja. Walla bewertet gekämpft, ihn jetzt. Bruder. Der hat gegen Beat gekämpft. Walla, nein, Jürgen, wir noch nicht. Jetzt Walla bewertet ihn, Adrellis. Oder jetzt muss ich aber so respektlos sein und weggucken und zurückschreiben, weil das kann ich mir nicht. Ja. Ich sag dir ehrlich, Bruder, guck mal, ich bin jetzt sogar lieb. Ich finde liebe Worte. Passt auf, Adrellis. Ich kann das. So, wie heißt der? 063 Hako. Bruder. Ich mag deinen Namen, weil es hört sich an wie Haki von One Piece. Außerdem bist du 2004 geboren. 2004 war ein gutes Jahr für mich. Ich war 8 Jahre alt. Ich habe die 3. Klasse absolviert. Das war auch gut, weißt du, weil ich war auch 2004 schon am Leben. Und du auch. Du hast einen Wohnsitz in Deutschland. Das ist auch krass, Bruder. Es gibt viele Leute, die haben keinen Wohnsitz in Deutschland. Weißt du, Bruder? Also du hast schon.
Du hast einen Wohnsitz in Deutschland, Masha Allah, Bruder. Was kann man noch sagen, Bruder? Du hast eine Handynummer und eine E-Mail-Adresse mit iCloud drin. Ich küsse dein Auge, aber Bruder, rappen, ich weiß nicht, Bruder. Ja? Bruder, Abstand, du nimmst hier viel zu viel Zeit. Ich will doch nicht, grade, Bruder, wir Bruder, du gibst ihm sagst, viel zu viel Gesicht, Bruder. Und, alle, Bruder, mach den weg, Bruder, wie respektlos ist das, Bruder? Der meint das auch noch ernst, ist so. Hör auf. Oder soll der Ausbildung machen gehen? Oder soll der nach Taschengeld fragen oder so, keine Ahnung. Boah, Alter, haben wir dem voll viel Gesicht gegeben. Sorry, aber ist so, oder? Der arme Bruder. Bruder, oder war das zu fies jetzt? Der war zu fies. Bruder, das war zu fies. So, keine Ahnung, weiß nicht. Der arme. Stell dir vor, der rappt dir auf Straße so vor. Ich würde meine Freundin gibt mir fremd. Ich würde aber mit abhauen, Digga. Ist komplett, Bruder. Der soll TikTok live gehen, vielleicht wird er da Millionär. Hoffentlich. Der nächste ist 2L1, 4-mal Unterstrich. Der kommt aus Frauenfeld, wir gehen rein, ich küsse eure Herzen. Wenn er aus Männerfeld kommen würde, dann wäre schon durch, Digga. Ja? Kids, Lissi am Mittel in der linken Schokolade misch. Diese Drogen sorgen für gute Stimmung. Vollgeladen mit Tass synthetisch, es wird gefiltert. Ohne nach Pump, doch zahle nicht. Werfe ihn in den Werkzeugkasten ins Gesicht. Fahren Suzuki, Drogenmobil mit Muschi. 300 G in Taschen von Oishi Sushi. Schmeißen Karten, Slappen, Eigenbedarf. Zwei Schlappen neben mir nach, geht ohne Viagra. Andere kaufen mit Karte Gummi Susi. Finanziert mit dem Lohn von der lieben Mutti. Grafik mies gestoned im Casablanca Sweater. Lass mich fliegen wie Kampfjet Eurofighter. Danke an Sammy de la Rue. Bewerbung RLR ist mein Debüt. Zwei Alliance, still seinen Mann. Du hingegen stehst auf Männer. Zwei Alliance, auch beste Qualität. Du hingegen blüten voll mit Hassqualität. Bruder, was soll ich jetzt sagen? Er hat mich boah, ich fand den Reim aber stark. Casablanca Sweater auf Luft irgendwas. Sehr stark. Ich fand den nicht schlecht. Digga, warum machst du so, Junge? Der hat sogar deinen Namen gedroppt, Bruder. Ja. Stark, Bruder. Ich feier den Cousin. Der hat gesagt, es ist sein Debüt, ne? Ja. Was sagst du dazu? Sollte dabei bleiben? Bruder, ich weiß nicht. Also, das war bestimmt sein Debüt, aber vielleicht auch letzter Song von ihm dann. Das war kurze Gehirn. Oh, die Leute schreiben Tanzverbot und Bounce MC. Ey, Walla, das habt ihr gesagt, Reddys. Tanzverbot und Bounce MC. Das habt ihr gesagt, Reddys. Ich hab damit nichts zu tun. Bruderherz, ich küsse dein Auge. Danke, dass du meinen Namen gesagt hast. Oh, das schmeckt krass, ja? Ey, das ist mein Partner, gell? Schmeckt guck mal. Krass. Das ist eine vollwertige Trinkmahlzeit. Ja. 26 Vitamine und Mineralien. Krass. A, B, C, D, K sogar. Vitamin K. Ich hab noch nie gehört, dass es Vitamin K gibt. Stark. Das braucht der Bruder auf jeden Fall. Damit kann man rappen dann, ja? Ja, Omega 3, Omega 6 Fettsäuren der und noch viel mehr. Ey, checkt's gerne ab, Adredis. Ausrufezeichen. Ist der Link jetzt mittlerweile drin? Checkt's gerne ab. Die haben todesviel Sachen, todesviel Shakes und so. Kauft euch die Bowl, ja. Kauft euch das gute Stück. Gute Zeug. Das ist Baba, gell? Stark. Ich habe mir die ganze Palette von Banane geholt. Banane ist Baba, Alter. Okay, Dreddys, gehen wir weiter. Machen wir weiter. Ich küsse eure Herzen. Okay, der nächste Kandidat. Ja. Kommt aus Halle. Sein Name ist Icy Slave. Icy Slave. Gehen wir rein, hören wir uns an. S zu dem L, Bro, AMG Benz. Es wird hart, bleib am Ball, gib ihm Korb. Drück Rekord in Topform wie LeBron. Ich bin Gras, der schönste Kanak-Barzahn. Sitz aber noch im Bad, ich hab Blunt, ich hab Rap, ich hab Pass. Ich hab Arbeit, sogar zwei und noch schwarz. Ich brauch viel, ich hab Arbeit, sogar zwei, sogar schwarz. Baba, Digga, ja? Boah, dies, ich brauch das. Ich hab was du brauchst, bist du Kanak. Im Reebok, hol Blunt Raps am Kiosk. Shoppen gehen, klauen aus Boutique Stores. Ich hatte Angst zu probieren, weil ich wollte mich nicht blamieren. Geh am Bordstein ganz unten, Scheiße passiert, egal. Selbst ist der Mann. Aber der ist ein Hübscher. Weißt du, zu wen er passen würde? Zu dieser Kybra aus Aachen, kennst du die? Nee. Kennst du die Kybra aus Aachen? Nee, das ist die krasse Rapperin, Bruder. Okay, krass. Ich bin so traurig, dass sie sich nicht bei Rap La Rue beworben hat. Das ist ein Hübscher, weißt du, er soll lieber sich so, keine Ahnung, sich eine Freundin suchen oder so, aber ich weiß nicht, mit Rap ist... Pack mir noch mehr rein in den Blunt, Anfang 20, auf meine Welt kommst du nicht klar, Patzern beißt dich durch, ich muss abliefern, ich will sein im Bar, ich sag es... Dauert noch, Bruder, dauert noch etwas, ja. Noch, ein Stückchen noch. Nur so 3 Jahre. Ja.
Es ist aber nicht mehr weit, Bruder. Es ist okay, es ist okay. Ein Stückchen noch, Bruder, ja? Der nächste kommt aus Karlsruhe. Sein Name ist Nio Offiziell. N-J-O-O. Also N-J-O Offiziell. Gehen wir rein, hören wir uns an. Nio, ja, Mann. Ja, du bist bisschen extra, Mabella. Victoria's Secret, dein Make-up, dein Outfit von Lakers. Uhr ist ne Datejust. Lächeln so schön, doch passt nicht zum Thema. Schütteln auf ne andere Sprache. Die Amo kommt zurück, ich warte. Güte, du sammel keine Frage, damit du's nicht vergisst, denn ich serviere. Gefangene, aber ich fühl mich wie verflucht. Bist du auch bei mir in der Soho? Warum vermiss ich deinen Do? Bin gefangen in deinem Zauber, ich fühl mich wie verflucht. Bist du auch bei mir in der Sucht? Warum vermiss ich deinen Du? Also du, es reicht, glaub ich noch nicht. Ich weiß nicht, Juri, sag was. Boah. Schwierig, gell? Ich sag besser gar nichts. Besser? Besser. Besser ist es. Also Bruder, ich sag dir ehrlich so, es ist okay. Hast was versucht, Bruder. Ist ein bisschen 2016. Aber es ist jetzt nicht schlecht, Cousin. Aber es ist halt auch noch nicht gut. Nächstes Mal. Und ich glaube, das ist die fairste Antwort, Bruder. Ich sag dir ganz offen und ehrlich, du bist nicht schlecht. Aber ich sag dir ganz offen und ehrlich, du bist noch nicht gut. Und das reicht noch nicht aus, Bruder. Ich küsse dein Auge. Ich bedanke mich, Bruder. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen, Nijo. Und der nächste ist Errol. Punkt offiziell aus Wien und gucken, ob Errol uns überzeugen kann, ja? Baby slow, come and bounce. Ich hab was für dich in Jeb. Sie kommt vor, will vor Ort nach diesem. Krass, eine Stimme der hat, Bruder. Aber Reimtechnik wie Kacke. Abend muss ich weg, geht verloren, sie Richtung fort. Ich nehm den letzten Schluck von Jack. Baby slow, komm und bounce. Schluss für dich, ihr Caliban. Ah, hazy brand, lege wieder mein Handy weg. Rote Augen, kein Handicap. Dribbel durch, so wie Lionel. Wesh, wir machen Party in der Trap. Bisschen Hase, bisschen Jack mit deiner Barbie ins Hotel. Wir sind wach, full auf Sendung. Walla Brennpunkt, renn in Prestos in der Nacht. Mann, du kennst uns keine Benzos. Ich mach's uns nur bisschen warm. Das Reimschema ist auf jeden Fall einzigartig, aber die Reim A, also die Reim-Ding ist so, geht. Qualität ist geht. Ich auch noch nie gehört, so das Reimschema. Das Schema ist so, ja. Der Float ist gut so, aber ja. Cristiano, mein Bruder, dankeschön für Stufe 1 im Ersten. Guck mal, was einer schreibt, der Bremer macht Roomtour. Bambal wie die Nachbarn. Ihr seid so sagen, schlimm, Dreck. Das Möbelladen, glaub ich. Schaff, mein Koffer satt, Baby, mach langsam. Ihr gut, ja, Brenner, ja, Januar da. Wesh, wir machen Party in der Trap. Diori sagt einfach, das Möbelladen, Digga. Bisschen Hase im Gepäck mit deiner Barbie ins Hotel. Wesh, fragt sie nach Namen, bin ich weg. Wenn es. Ja. Ja. Weg. Es war okay, Bruder, aber es reicht leider einer auch noch schreibt nicht. Einfach in Ikea gedreht. Es reicht noch nicht, Bruder. Ich küsse dein Auge. Walla, du warst nicht schlecht. Und du hast sogar was Neues gemacht. Dieses Reimschema ist mir so nicht bekannt, Bruder. Du hast da so ganz wir gereimt und so. War cool, einzigartig. Aber von der Qualität. Und coole Stimme, richtig tiefe Stimme. Voll cool, ey. Bruder, gib doch ein bisschen Props wenigstens. Ja, sag ich schon, voll coole. Der, du machst dich lustig. Nein, Mann, Jano 36. Jano 36 offiziell ist der Nächste aus Nordwalde. Okay. Nordenwalde, Alter. Auf geht's, Jano. Emmy klingelt, Baba ist am Telefon. Dembella liegt mit Wehen auf Station. Bald ist Younes, unser Engel da. Vergesse niemals das Gefühl, als ich das erste Mal dein Lächeln sah. Diese Konflikte, die mich jagten, jedes Mal in schweren Phasen. Ob in Nächten oder Tagen, hörte ich nur noch deinen Namen. Kaffer Lash, Seele kalt wie im Tiefkühlfach. Aus dem Beamer weißer Rauch, aus dem Schiebedach. Weiß noch ganz genau, Papa ging die Haustür raus. Und ab da war ich der Mann im Haus. Diese Zeiten ohne dich waren so schwer. Betäube meine Sinne, deshalb fühle ich nichts mehr. Das ist halt so, Bruder. Das hat man schon 100 Mal gehört, Bruder. Ja, vielleicht ist das so seine persönliche Geschichte, ne? Ja, aber die Sache ist, das checken die nicht. Jeder hat seine eigene Geschichte. Ja. Und bring sie doch auf Beat auch so rüber, als ob es seine eigene wäre. Benutze nicht diese Floskeln, diese
ich war jetzt der Mann zu Hause. Sondern benutzt deine eigenen Wörter dafür, Bruder. Beschreib das Gefühl anders, Bruder. Ja. Aber immer dieses Papa ging fort und ich war der Mann zu Hause. Das, so, das hat man schon 100 Mal gehört. So, ich küsse dein Herz. Vielleicht für ihn, das bedeutet emotional viel. Mhm. Aber für uns so, Bruder, das hat, ich kenne das schon. Ich kenne 40 sagen, Rapper, die das erzählt haben. Einfach respektvoll. Natürlich, aber... Ja, lass mal noch kurz die Hook hören, die war... Benim tutunacağım nalım, inandığım canım, hayat yoldaşımsın. Yalnız kaldım buralarda, sen hep benim dualarımda. İnan neler yaptıysan alcan sen şarkı... Ja, Bruder, ich küsse eure Augen, Jungs. Das ist leider vielleicht auch nicht der richtige Song gewesen. Ja, versuch, wie gesagt, ein bisschen deine eigene Worte zu finden für dieses Gefühl, für die Gefühle, die du hattest. Und nicht so diese Floskeln zu benutzen, die jeder schon benutzt hat, damals mit 15 und so. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Dankeschön für deine Bewerbung, Jano. I am Hercules unterstrich ist der nächste. Der Bruder kommt aus Marktoberdorf, oder? Okay. Marktoberdorf. Yes. Gehen wir rein. Baby, ich sage zu dir, Ti amo. Meine Liebe zu dir, Nikabo. Baby, ich sage zu dir, Ti amo. Meine Liebe zu dir, Nikabo. Baby, ich sage zu dir, Ti amo. Meine Liebe zu dir, Nikabo. Baby, ich sage zu dir, Ti amo. Meine Liebe zu dir, Nikabo. Baby, ich sage zu dir, Ti amo. Meine Liebe zu dir nie kaputt. Kommen rein, schießen scharf, ja mit Bleiparton. Niemals Sambo, denn leben den Traum, wir gehen hoch. Was ich an dir mag, lieb dein Lächeln, deine Art. Wie du tanzt bei Mitternacht an. Bruder, ich sag dir ehrlich, gell, wenn ich so einen Song höre, gell, ich zweifle an alles, Bruder. Guck mal, ich will ehrlich, wenn ich gemein sein wollen würde, Digga, ich würde ganz andere Sachen sagen. Aber Bruder, wenn ich sowas höre. Ausbildung. Digga, das ist nicht Ausbildung, das ist eingeschränkten Ausweis holen, Bruder, ja? Das ist hart, Bruder. Ich weiß nicht. Also, Bruder, ich küsse dein Auge. Sammy, sei nicht gemein. Ich bin nicht gemein. Bruderherz, I'm Hercules. Ich sag dir ganz lieb, Bruder, es ist vielleicht nichts für dich, Bruder. Ja? Du musst noch ganz viel drauf achten, was du da reimst und so. Es hat mir nicht gefallen. Machen, ja, es hat mir nicht gefallen, Bruder. Damit kannst du nicht erfolgreich sein, Bruder. Du musst ein bisschen mehr da Liebe reinstecken. Weißt du, was ich auch glaube, Juri? Voll viele Bewerber, die wollen gar nicht Rapper werden. Die machen es aus Spaß. Die machen es einfach so aus Spaß und die denken sich, ey, guck mal, ich versuch's einfach mit Fufi der Bewerbung. Aus Spaß. So. Ja, ich versuch's lieber einfach. Fufi aus Spaß im Book of Rock. Wallabilla, ich bin ehrlich. Ich bin 100% ehrlich. Ja, ja. Keine Ding, kein Blatt vorm Mund. Ich versuch wirklich die Wahrheit zu sagen, ohne mich beeinflussen zu lassen, wer kommt von wo, welche Stadt, kennt man den oder... Gar nicht, Bruder. Ich versuch wirklich ehrlich zu sein, Dreddies. So, vielleicht die machen so aus Spaß mit... Weil anders kann ich mir manche Sachen nicht erklären. Guck mal, es gibt manche... Einer schreibt, für Fufi würde ich Füße lecken. Ja. Geil, Alter. Du nicht? Bruder, lass mal. So, Bruder. Es gibt manche, die machen ernst so, aber manche, man merkt so, das war eher viel Ding, so viel mehr so hobbymäßig als statt ernst. Okay, der nächste heißt Drench.62 aus Gittertor. Nee, das ist die Straße. Ja, es klappt jetzt, war nur eine Frage der Zeit, so wie die Patek. Hau dich auf die Bretter wie Velasquez, auf zum bösen Feuer, so wie Hades. Wenn ich sag, ja, da mach ich, du hast kein Flow, du hast gar nichts. Fenster runter, Sprüche raus, 3 Uhr morgens, ich bin wieder drauf. Dreh die Mucke laut, bevor ich mich schicke auf die Fresse aus. Komm mit den Italienern, ey, der gerade seine Kippe raucht. Die Glut wurde zu Asche und die Asche wurde dann zu Staub. Kein Frieden mit euch, weil ihr alle Pisser seid, für jeden Krieg längst bereit. Ich hab meinen Bruder mit dabei, wir suchen dich jetzt. Na, bleibt jetzt die Puste weg. Und du läufst von der Haya. Booster weg, renn! Denn wie ist ein Ghetto, wie der Booster ein Clan? Stimme aus Benzin, guck, wie ich jetzt die Booster verbrenn! Renn! Also, er hat mit den ersten 4 Bars angefangen und ich hab mir gedacht, okay, das kann vielleicht was werden, weil er da gut gereimt hat. Ja. Aber danach hat sich so gezeigt, du brauchst noch ein bisschen, mein wunderschöner Bruder D-Rench. So, Ansätze waren da, Bruder, aber mehr auch nicht, Bruder, ja. Es war okay, es war so, Ansätze waren da. Versuch, guck mal, die ersten 4 Bars, du hast da ehrlich gut gereimt. Ja. War cool. Ja. Die Zeit kommt noch.
Die Zeit kommt safe noch, Dirinch. Wenn du weitermachst, glaub an dich. Der nächste heißt Ali63-Original und kommt aus München-Gladbach. Gehen wir rein. Komm, vor 3 Jahren haftet dich raus aus dem Sarg für ein Leben im Schatten, im Nacken, Scheitan. Leben verkackt, so viel Fehler gemacht, ja, ich bete zu Allah, doch das Geld ist haram. Verlorene Seelen im Brennpunkt, die Taschen waren leer, bis der Teufel auch kam. Ich war blind auf der Jagd nach den grünen Scheinen, hab ein Fehler gemacht und bin eingefahren. Bruder Kokos erleben im Elend, die Tage sind hart und die Gegend ist grau. So große Last auf die Schultern, ich falle immer tiefer, doch eigentlich wollte ich hier raus. 5-stellige Schulden beim Start, hab mein Leben verspielt, meine Kindheit verloren. Weißt du was, euer... Guck mal, ich erklär, vielleicht hören die Newcomer zu. So. Weil ihr könnt euch ja nächstes Jahr nochmal bewerben und vielleicht nehmt ihr jetzt ehrlich was damit mit jetzt. Ihr müsst euch vorstellen, Chat, oder Newcomer, ich rede nur mit den Newcomern. Ihr müsst euch vorstellen, ihr wollt, dass eure Songs irgendwann Donnerstag 23.59 neben einem Song wie Farid oder ein Song von Kollega oder ein Song von Nimo oder ein Song von Enno oder ein Song von Luciano auch einen Platz in der Playlist findet. Neben diesen ganzen Songs. Ihr wollt das. Das ist doch euer Ziel, oder? Dann versucht, genau so Songs zu machen. Also in der Qualität. Weil dieser Bruder hier, er versucht, das Potenzial ist da. Aber mit diesem Song reicht das noch lange nicht aus, Bruder. Obwohl ich ihn nicht schlecht fand. Ich fand ihn auch nicht schlecht. Es ist okay, Bruder. Es ist so, dass man sagt... Aber bis jetzt heute auch einer der Besten. Ja, das ist weit hergeholt. Float gut, float sauber. Ja, ja. Aber du musst das Gesamtding so bewerten, klar. Weißt du? Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, der hat auf jeden Fall Potenzial. Ja. Soll weitermachen, soll dranbleiben. Bleibt dran, Bruder, ja, voilà. Voll. Aber nehmt euch das so als Ziel. Bei ihm ist jetzt nicht so wie bei den anderen sinnlos investiert, weißt du? Der kann auf jeden Fall weitermachen. Ich würde ihm raten, weiterzumachen. Kann was werden. Ich bin nur ehrlich, Dreddies. Es hat nichts mit Hatert sein zu tun oder sonst was. Ich bin einfach nur ehrlich. Also ich sag das, was in meinem Kopf ist. Und vielleicht hat jemand anderes eine andere Meinung. Es gibt doch 1000 verschiedene Formate. Man kann sich überall bewerben. Man kann überall sein Glück versuchen. So. Aber halt bei mir, da ist meine Meinung halt wichtig. Dafür mache ich das Projekt. Und ich denke, für mich reicht das nicht, Bruder. Ja. Ja. Nee, schwach, wenn der nicht weiterkommt, Bruder, dann kommt er erst recht nicht weiter, Cousin. Ich fand den nicht so stark, um ehrlich zu sein, Dreddies. Ja, ich fand den nicht so stark, Bruder. Es war okay, es war nicht... Also, guck mal. Jetzt gerade nochmal zu ihm, weil ich hab gerade nochmal in meinen Kopf gemacht, so. Er war wallabiler, er war nicht schlecht. So, er war okay. Er war okay. Ja. Aber ich denke mir jetzt, zum Beispiel, jemand, der durch so ein Format bekannt geworden ist, jetzt zum Beispiel ein Bobby. Wenn ich ihn jetzt mit einem Bobby vergleiche, beispielsweise. Ja, kannst du nicht. Da fehlt noch einfach was, weißt du? Fehlt noch ein bisschen was. Und dieses nötige Etwas, das hat er noch nicht. Er ist nicht schlecht. Ich drücke ihm die Daumen, Walla. Ali36-Original. Checkt den alle ab, folgt dem Bruder, supportet den Bruder und vielleicht nächstes Jahr, inshallah, kommt der Support stärker zurück. Gruß. Ja? Der nächste heißt Big Boy G1 unterstrich aus Aalen, gehen wir rein, hören wir. Das Amnesia Haze, was im Stieg kriegt und dann stand ich auch das beste Shit für den Fisch im Teich, den ich nachts abritt. My bro, auf NSC kein Pardon, wo kommt mein Rainbow in den Schuhkarton, schon die Bitches heiß auf mein UK Flow. Duft um mich, denn ich trag drum fort. LG Po, habe kein Sponsor, doch ich steck's auf Babe, wo dafür gewonnen. Komm, ich mach's hier vorne nochmal von vorn. Abo, Bomba, klar, dieses Zeug ist dope. LG Baby, okay, wir können Ali gleich nochmal hören, weil ich hab Ali nur so kurz gehört. Erzähl. Hast du gesehen, der hat diesen Tanz gemacht, den hab ich noch nie gesehen in Videos. Ja, der war krass. Boah, der war krass, hab ich noch nie gesehen. LG Baby, sick in Dior. Bitte verzeih mir Gott, rap im ersten Stock, ey. So findet meine Stoff, Bruder, ich hab kein Bock mehr. Dieses, bitte verzeih mir Gott, denn ich rap im ersten Stock, ey. Aber Video sieht gut aus, aber den Tanz habe ich auch noch nie gesehen, deswegen, der Tanz war sehr neu. Ja. Ja, genau. Fick dein Modus mir, weil die will die mir aussehen. Ich hab es so oft, jeden vertraut, tu sie, weil ich alles sehen. Bitte verzeih mir Gott, rap im ersten Stock, ey. Soll findet meine Stoff, Bruder, ich hab kein Bock mehr. Meine Freundin gibt mir fremd, fremd. Mein Herz brennt, brennt. Big Boy G, Bruder. Ich bin müde. Hat was, ich fand nur seine Stimme cool, um ehrlich zu sein. Ich hab mir auch. Voila, ich fand seine Stimme cool.
Der hat mich an Nate 57 sogar erinnert. Ich habe das noch nie gehört, was er da gerappt hat. Ja, ein sehr neuer Style. Sehr gut. Aber Ali haben wir ehrlich ein bisschen zu früh geghostet. Lass uns nochmal. Ich habe ihn nicht geghostet, ich habe ja Potenzial gesehen. Vor 3 Jahren haftet ich raus aus dem Sarg für ein Leben im Schatten, im Nacken, Scheitan. Leben verkackt, so viel Fehler gemacht, ja, ich bete zu Allah, doch das Geld ist haram. Verlorene Seelen im Brennpunkt, die Taschen waren leer, bis der Teufel kam. Ich war blind auf der Jagd nach den grünen Scheinen, hab ein Fehler gemacht und bin eingefahren. Bruder Kokos erleben im Elend, die Tage sind hart und die Gegend ist grau. Zu große Last auf die Schultern, ich falle immer tiefer, doch eigentlich wollte ich hier raus. 5-stellige Schulden beim Start, hab mein Leben verspielt, meine Kindheit verloren und ich schmerze SD. So viel Sünden gemacht, meine Jugend verpasst mit der Hölle so nah weit vom Paradies. Lieb ich schnell auf der Jagd nach Geld. Seele kalt, doch die Leitung brennt. Teufel lacht und wir sind am Rennen. Ey. Schweizer Uhren oder Handschellen. Penthouse, Weed oder doch Zellen. Paradies oder Jehennem. Leben verkackt, weil mein knurrender Magen mich in die Arme von Shaitan brachte. Körper vernarrt, meine Psyche gefickt, wurde schon lange vom Schicksal verlassen. Suchen das Licht in der Dunkelheit auf meine Schultern, eine Last, die mich fast bricht. Vom Teufel geblendet und dann nicht das Mutter, weil jage das Geld, schiebe Nachtschicht. Flexel, vercheck, meine Siedlung ist heiß. Hier macht man Geld mit dem Grün oder Weiß. Hör auf Shaitan, auch dass Gott mich verzeiht. Dämonen im Ohr, meine Seele zerreißt. Ja, es hat nur bestätigt, was ich gesagt habe, Bruder. Ja, ja. Es ist okay, es ist jetzt nichts, für was er sich verstecken muss, aber halt, um da mitzumischen, ist es noch ein bisschen zu einfach, Bruder. Es ist noch nicht so, dass man sagt, Bruder, es ist so... Stimmt, ja. Es, weißt du, es ist noch nicht so... Oder seht ihr das anders, Dreddys? Ich sag euch ehrlich, ich sag mehr als okay sehe ich da nicht, um ehrlich zu sein. Ja, es hatte Omar-Vibe, weil er so aggressiv gerappt hat, aber die Lyrik, die hatte nichts mit Omar zu tun, ja. Okay, der nächste ist Xaven aus Gaggenau. Gaggenau? Voilà, krass. Gaggenau. Ich wurde wieder schwach wegen dir. Ich hatte nicht zu viel zu verlieren. Ich poppe wieder Beans wegen dir. Ich dreh mich nur im Kreis wegen dir. Bad Bitches, ja, sie catchen meinen Vibe. Deshalb bin ich nachts, wenn ich will, nicht mehr allein. Ich schwöre auf alles, Juri, ich verstehe diese Menschen nicht. Den? Ich schwöre. Warum? Diesen Style, ich verstehe den nicht. Das ist halt so New Wave, glaube ich, oder? Ja, es ist New Wave und es gibt so viele, die den machen. Ja, ja. Es gibt einige, die machen es gut. Da sage ich Respekt. Aber viele es gibt auch schlechte. Bruder, es gibt so viele, die machen das so Katastrophe. Leider, ja. Lass ihn Respekt geben, ja, lass ja weiterhören. Doch ich will nur mit dir sein, doch es ist wie es ist, manchmal soll es nicht so sein. Most hated, but true spirit. Ich bin wieder stuck in ihrer Playlist. Oder freitags bin ich im Release-Radar. Ihre Mädels fragen wieder, wo sie gestern war. Nennt sie Bounce-Bad, gib ihr Liebe, weil sie braucht es. Steuer sie mit Fingern wie ein Mousepad. Sie kann clean wie ein Eisbär. Ihre Kurven wie der Swoosh auf meinen Nike-Ass. Shawty, bitte ride on me, weil mit dir die Zeit verfliegt. Baby, keep your eyes on me. Tell me, pretty lies to me. Neuen Jahr, wir sind uns nicht mal ähnlich. Ich fick dich auch im Opel, dafür brauch ich kein Mercedes. Die erste Summe für mein Deal, sie war nicht wenig. Doch ich switche meine Lanes wegen dir. Ja, der hatte ja schon einen Deal. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich fand den gar nicht mal so schlecht jetzt, gell? Ja. Ich hoffe alles, ich fand den gar nicht mal so schlecht, Dreddys. So ein bisschen wie Lil Lano, ne? In besser, Digga, ja. In besser. Lil Lano in Trippy besser. Trippy Boy. Ja? Trippy Boy. Okay. Trippy Boy ist wichtig, ja. Ja, ist jetzt halt die Musik die Geschmackssache, weil es absolut nicht mein Geschmack, aber lyrisch war er stark. Ach komm, der ist weiter. Xen, Digga, ich hab dich auf dem Radar, Digga. Mal gucken, wir haben schon viele Faroons und Trippy Boys, aber mal gucken, Digga. Ich fand den ehrlich gut, da waren Nike Air auf Eisbär und so, da hab ich mir gedacht, okay. Nike Air auf Eisbär ist gut. Ist gut, ja, ja. War solide und dann noch drumherum auch noch ein, zwei Reime gebaut gehabt und so. Das war gar nicht schlecht. Ich habe darauf geachtet, mein Bruder. Ja, ich achte darauf. Allen 66 Cha aus Ingebert. Ingebert, Digga. Auf geht's, Allen. Hat kein Benehmen, doch alles läuft wie es soll. Amatte, red nicht über Patte, weil du bist keine Straße. Ist vieles bereuen, aber so ist es halt. Amatte, red nicht über Patte, denn du bist keine Straße. Krank. Straße. Krass. Amatte, red nicht über Patte, denn du bist keine Straße.
Eva. Platte, HD, doppelt 6, kommt auf die Karte. Stadtschiffplatte, Taco in Aschibot, Nikat Nier, Bilo, Lako, Anzug von Lacoste, weil ich weiß, wer wo was holt. Diese Dünja ist so kaputt. Dünja kaputt, weil ich es dir vom Herzen sag. Merke grad, dass alles ein Fehler war. Dünja kaputt, weil ich es vom Herzen sag. Merke grad, dass alles hier ein Fehler war. Boah, Digga, ja? Das ist so aussagekräftig. Was war der Reim? Herzen war auf. Ne, Herzen. Und er kaputt, sag, alles hier im Herzen sag, auf Fehler war. Auf Fehler war. Der war heftig. Ich glaube, das ist 18-silbig. Herzen sag, Fehler war. Das ist 18. Fehler und Herzen reimt sich gar nicht so, ne? Das ist 18-silbiger, okay. Nomenreim, Bruder. War stark. Der hat auf, er hat auch nicht auf dem Beat gerappt, er hat auf Triole gerappt, Bruder. Das ist schon mal, also... Stark. Doch genau aus diesen Fehlern lernte man, Herzensmann, Rapper aus dem Herzen, Mann. Bruder. Lernte man, Herzensmann. Rapper aus dem Herzen, Mann. Krass. Boah, Digga, das ist krank. Das ist ein Risiko. Viele meiner Jungs ticken groß. Ein Dribbler. Das ist ein Risiko. Viele meiner Jungs ticken groß. Wie Robinho. Wie Robinho. Robinho. Ja, wie Robinho. Welcher Spieler ist das? Kenn ich gar nicht. Der ist aus Brasilien, Nummer 7 von damals. Ach, du meinst Robinho. Nicht Robinho. Robinho. Riskantes Viertel, wo wir wohnen. Bruder ist ein Risiko, in dem wir wohnen. Genau wie bei Tipico, ich regel schon. Boah, Risiko auf Tipico ist einfallsreich. Neu, ja. Der ist neu. Noch nie gehört. Das ist krass. Danke die Million, sag Million noch, das war wahr. Überwohl, ja, wir fliegen noch, bis uns die Zeit einholt. Bruder ist ein Risiko, in dem wir wohnen. Genau. Stark. Stark. Heute ist Gegenteiltag, Leute. Ahnen, ich küsse dein Auge, mein Bruder. Aber ich glaube, du hast selber gemerkt. Nimm das als Ansatzpunkt, vielleicht ein, zwei Sachen umzudenken, um besser zu machen. Ja. Rap-Texte auf ChatGPT, ja, das war so ähnlich, ja. Das war krass. Risiko auf Million und Tipico. Das ist der nächste, heißt Tariq unterstrich Khalil. Sein Name, also er kommt aus Hof. Er kommt vom Hof, Bruder. Da steht er. Immer analog, mach Scheine mit Baba Flow. Was ist, Bro, mach nicht so. Und ich mach schlimmer und wieder so. Scheine nicht bunt, sie sind lila. Tausch an Sativa, Shabab, sie warten im Beamer. Kunde schiebt dafür, will Fuffi auf Kiefer. Hier geht es rund wegen Bälle und ich red nicht von FIFA. Klär dir das Beste auf Schnelle für Lina und Lisa. Bin nicht Bushido, aber geh weg des Kriegers. Brüder in Zelle, man kennt es mal wieder. Seh so viel Scheine, du kannst, denn so ist das. Leben des Dealers, dribbel die Jamos, als wären sie Keeper. Fick drauf und kick mir die Shivas. Blitzraub, Leben ist Loco, ja, viva la vida. Es geht um Limpots. Weißt du, was so lustig ist? Ich stell mir so vor, morgens, du fährst so, keine Ahnung, zum Amt oder du fährst so zum Ausweis neu beantragen oder du fährst so zur Familie, gell? Ja. Du, gell? In deinem dicken Benz und du pumpst einfach diesen Song so. Du machst so Arm aus Fenster Sommer, Digga. Du pumpst so diesen Ich fand Song. Geil, wie er sich bewegt hat, Alter. Kann man noch einmal von vorne gucken, bitte? Hör doch auf, du Mensch. Na, ehrlich jetzt, ja? Ich fand's cool, Alter. Kameramann macht allein. Oh Mann. Ey, Chat, Digga, Scheiße, ihr seid so gemein, Digga. Ich schwör's. Geil, euch. Geil. Das Knieschmerz. Ey, warum Jonas, seid ihr so, her. Digga? Komm mal her, Jonas. Komm. Ich will dir. Guck mal, Jonas steht sogar auf. Du machst jetzt einen. Ey, Lendo, ja, ja, ich mach weiter, Jonas. Ich mach weiter. Zeig mal von vorne. Ich mach weiter, guck hier, pass auf. Komm. Beachlot in der Hut, chillen auf Nacht, in der Nacht, schieben Deep Talks. Auf viel Ort, außer wenn Beat drop. Kanaks am Spitten, das Feeling wie Migos. Zielos mit Achis bei Kachis. Fick mal auf Spielos, besoffen am Block auf Halais Taki oder auf Dabka Arabi. Nebenbei mach ich Harami Masari. Du kein Zweck, willkommen in Bayern. Lakshani für Zwani, Abdruck auf der Brust. Ich bunker bei Ari und Kuschein. Kali bei Kali, Habibi Sadigni, Makanak, Murali. Meine. Also Khalil. Ich sag dir ehrlich, ich fand sogar gut, wie er sich bewegt hat. Weil vielen Rapper fehlt, wenn die Kamera eingehen, die sind wie so steife Leute, weißt du so? Mm. Und man fehlt so ein bisschen, dass man sich bewegen kann und so weiter und so weiter. Ja, erzähl's jetzt. Ja, war nicht. Ich will jetzt so auf nett rüberkommen. Ich will auch nett sein, Bruder. Ich will ihn noch nicht roasten, Cousin. Wir roasten ihn doch gar nicht. Wir haben doch nur einfach über den Chat gelacht, Bruder. Halley. Halley. Bruder Tariq, es reicht noch nicht, Bruder, ja? Ich küss dein Herz. So, der nächste heißt Essas. Essas. Unterstrich Essas Unterstrich. Gehen wir rein, Münchenberg kommt er.
Ist was. Hard for Yalla, Hallas, mach nicht auf Strada, fuck up, Kaffa ist sackert, bin ready zum Ballern. Wegen Verräter werden wir Täter, rede nicht, ein großer Fehler. Push nicht auf Beta, Hater, mach nicht auf Gang. Ihr seid nur Lämmer, alles nur Hänger. Pushe nach oben, fick dein Dilemma. Schieben, Fitner und Bella, für Fame auf dem Teller. Auch mit Fame bleibst du ein Penner. Weg da, alles nur ein Tagsrapper. Setz an, klickbar am Treffer, flex auf dem Messer. Wer ist denn Essas? Check das, hol mal den Tester. Bring mal die Lage, sehen uns die Tage. Plane mit Gage, Kilo auf Kilo. Brauch keine Spielo für Glück. Guck mal, eine Sache kann ich reden. Eine aber Sache der war gute. Besser. Pass auf. Das erinnert mich voll an meine Anfangszeit, Bruder. Okay, krass. Weißt du, ich habe auch so gerappt. Ja. Und ich kann heute sagen, es war Kacke. Ja, es war absolute Dünnschiss, absolute Kacke. Ach, maximal, Bruder. Weißt du, das, man muss einfach dazu stehen. Ich habe auch Kacke gerappt, Bruder. Ja. Und irgendwann wird es einfach ein bisschen besser, Bruder. Ja. Ja? Das soll dich jetzt nicht demotivieren oder euch beide nicht demotivieren. Aber auf dem aktuellen Stand, ohne euch anzulügen, auf dem aktuellen Stand reicht das nicht, Bruder. Ich küsse dein Herz. Der eine schreibt zwar der Kamera von davor, der Kameramann von davor, und jetzt hat er das gewinnt. Ja, ja. Boah, Bruder, aber beide haben coole Moves drauf. Erlendo, mein Bruder, danke schön für 5. Vielleicht kommt jetzt noch einer aus dem Park, weil da stehen noch so 2-3 Kollegen im Hintergrund. Ich werde mich auf jeden Fall freuen. Und bei den letzten, die tanzen einfach Haarleige. Ja, alle zusammen so. Nur noch ein Stück, alle verrückt nach dem Scheiß. Jeder weiß, alle auf weiß. Bis. Komm mal, Bruder. Weißt du? Alles reißt, brauch kein Beweis. Nein, immer dabei. Hey. Alles digital, keine CD. Audi, Tete, Kickdown, Wewe. Fick mal Tele, Dribble wie Pelle. Schrei in der Menge den Part, Part. Schnell. Stark aber. Ja. Stark. Ja, Bruder. Ich küsse dein Auge, mein wunderschöner Bruder. Wir hören sich an wie Österreicher. Boah, Bruder, beleidige doch nicht die Österreicher. Lass Österreich da raus. Mal gucken, ob jetzt der nächste Gigo. Geil, ne, wie die Leute einen immer so roasten wollen und sagen, ey, du hast das und das beleidigt, ne? Obwohl du einfach nur ehrlich bist, Bruder. Also, der nächste heißt Jerome. Warum lachst du? Oh Mann, wegen den Typen gerade. Also, der, nicht der gerade, sondern der Erste, der davor ist. So. Okay, der nächste heißt Jerome.BandoBoy aus Hannover. Gehen wir rein, Herr. Gib der Kach einen Kuss und verlasse den Raum, nur in Shorts und Unterhemd. Sie hat so laut gestöhnt durch die Wohnung, ich frage mich, was wohl ihre Mutter denkt. Irgendwie liebe ich sie, denn sie baut vor jeder neuen Runde ein Bubatz. Mach dich nackt bis auf den Tanga, Baby, und dann kriegst du Kura. Ich hab Bälle versteckt in der Unterhose, als die Bitch mir gestern in den runterholte. Hatten meine Eier eine Unternote, essen 100 Gramm in meiner Tupperdose. Früher lagen da mal Butterbrote, die Alufolie piekst unterm Hoden. Ey, ungelogen, ich steh unter Drogen, doch nicht hinter Drogen, ich hab viel verloren. Es ist Zeit zu gewinnen, sie will keine Liebe, sie will meinen Pimmel. Ich fix sie so hart, sie denkt, sie wird den Binden. Bikini raus, Bitch, heute Nacht gehen wir schwimmen. Du droppst deinen Bruder, ich drop eine Single im Norden von Deutschland, da kannst du mich finden. Mein Nachbar sagt, in unserem Flur würde stinken. 11 Uhr am Morgen, ich bau dicke Flinten. Ey, es ist JC in Taumann, das weißt du. Es ist nice zu wissen, woher man kommt, aus das Bände trägt mehr Sünden in sich als ein Beichtstuhl. 20 Joints, doch keine Bong. Ich mach ein Lied, ich mach ein Song. Weg mit der Jeans, baby, let me see. Der Dong, der Dong, 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 ey, ja. Pullover, und ich rede nicht von meinem Oberteil. Die Bitches, sie finden mich obergeil. Wenn sie die Beine spreizt, soll das kein Yoga sein. Also, ich sehe im Chat so, was für ein Text ist da? Das ist Rapper-Dreddies. Das ist Rap-Dreddies. Aber, meiner Meinung nach, wird der Bre besser in Battle-Rap reinpassen, anstatt in richtige Mucke, Bruder. Bruder, wer rappt sowas, Bruder, ja? Ist doch nicht cool, Cousin. Du hast irgendwie Alufolie, die an dein Ei piekst. Ey, warte, kennst du diesen 18 Alufolie von TikTok? Ja, natürlich kenne ich den. Boah, Bruder, ich hab mich tot gedacht. Kennst du den? Ja, ich kenn den. Sie sagen zu dem, ey, was bist du für ein Landsmann? Er sagt so. Er sagt so. Ich bin ein Landsmann. Ach du Scheiße. Boah, ich kann nicht mehr, Alter. Der hat darüber geredet. Der sagt, Alufolie, die war früher meine Tupperdose und die juckt an mein Ei, die piekst da so rein und so. Das war hart, da hab ich mir gedacht, abo. Okay, der nächste heißt Maris-249 auf TikTok. Der kommt aus München und er hat uns heute was vorgetragen. Maris, bitte
The stage is yours, Alter. John, mein Bank, Digga! Hör zu! Hoodies an der Tanke, sippen Wodka, Bull im Becher. Manche tragen Waffen, manche schlagen, manche Messer. Kommt das Gesetz in die Quere, kein Problem, der wissen besser. Nebenbei holt Brand. Hat er jetzt wirklich Messer auf besser gereimt? Jo. Ein Svenger aus dem Keller und dann geht das Spiel von vorne los. Chill im Stand der Taxis, Schaden wegen Konsum durch die Nase, wenn sie nackt schien. Tägliche Probleme, die entstehen durch Versagen. Vier Moneten durch das Hase fliegen, Fäuste, wenn sie abziehen. Chipet brennt auf Dauer wegen bunten Kusch. Fliegt der Hand durch die Adern, Kopf betäubt, wenn ich push. Muss vieles verändern, keine Wahl, denn die Zeit läuft auf Druck. Baby, nimm einen Schluck, bist miese drauf. Frische Hut, sind in den Blocks im gleichen Spot, wo ich die Zeit verbringe. Diesmal. Also, Bruder, ja. Hat so ein bisschen Vibe, Bruder, aber die Reime sind jetzt nicht. Hat so. Vibe? Aber. Hat Vibe so. Falla, Bruder, Freezer kann besser rappen, Cousin. Ja? Das ist hart. Ich küsse dein Auge, mein Bruder. Ich schwör's, das war ehrlich. Kennst du das Video, wo er so sagt, er will auf Flasche sitzen? Ja, das ist sein Content. Der Arme, der schreit dann so rum und so, Digga. Das guckst du dir privat an, Juri? Kein Wunder, dass du an Aliens glaubst und so weiter, Digga. Der nächste heißt Marek X Dano. Er kommt aus Rheinfeld. Geben wir uns, komm. Boxer bringt dir nüt, wenn im Herzen feige bist. Fick auf die Cash, wenn Loyalität pleite ist. Aussicht auf Action, Wacher am Echse. Setze 200, Marsch 3 Lester. Will raus aus dem Dreck, weg von dem Dschungel. Solange die Augen funkeln, wird der Batze bunter. 3 Runde um den Block. Da ist Nase voller Stoff. Und die Lunge voller Ort. Ich zeig dir mein Blut. Ich zeig dir mein Blut. Also ich will nicht disrespectful sein, weil es hat sich bis jetzt gut angehört. Ja. Aber immer wenn Schweizer rappen, ja, okay, krass. Das hört sich so süß an, Bruder, ja? Ja, ich konnte es jetzt gerade erstmal gar nicht zuordnen, Bruder. Gib mir ein Kondomli. Und das hört sich so süß an, Bruder, ja? Drehen eine Runde um die Block hier. Ja, die. Block, Durchlase voller Stoff, voller Stoff. Und die Lunge voller Ort, ich zeig dir mein Blut, ich zeig dir mein Blut. Die Gedanken, wo mich schwächen, Nase betäubt, doch ich zieh noch den Nächsten. Ich bin am Wetten und am Setzen, Handicap auf Milan, ich tue niemals cashen. Wo ich bin, ich chill da im Block, denn ich fick auf den Kopf. Ich hab meine Seele verzockt, das ist der Bulle, wo klopft. Wieso spielen sie Gott? Ja, sie landen in Schock, weil die Quali ist top. Ich find den Beat cool, ja? Aber ich kenn ihn irgendwoher. Ja, haltet die Schnurre, alle. Was soll ich dir sagen, Bruder? Ich weiß halt nicht, ob ihr euch in meinem Format durchsetzen könnt, obwohl ihr gar nicht mal so schlecht wart. Aber irgendwo von der anderen Seite, Digga, so ein bisschen Schweiß-Support, weißt du, weiß ich nicht, Alter. Die Leute haben alle Geld dort, Digga. Ja. Kommt alle rüber. Kommt rüber, Digga. Mal gucken, ja? Mal gucken, ob's reicht, Bruder. Ich meld mich. Die waren nicht mal so übel. Yes, wir machen noch ein paar Minuten Release, dann gehen wir rüber. Zu Juri seiner Songpremiere. Wie viel haben wir jetzt? 28 erst. Haben wir 28 erst gemacht? Ja. Krass. Der nächste ist. Krass. Schoki. 07-. Ja, wir müssen ein bisschen beeilen. Komm. Es ist Samstagabend, fahre durch die Straßen, will die Beute haben in einem teuren Wagen. Dieses Leben geht einfach viel zu schnell. Wir sind kriminell und halten an der Schelle. Es geht um. Huren im Bordell. Träume von dem Money, wenn ich ficke diese Welt. Jackie ist bestellt, es wird wieder hell. Ja, die Nacht lang und ich schlafe im Hotel. Und ich stehe auf, wenn der Tag vorbeizieht. Auf der Autobahn geben Gas mit Highspeed. Haben keine Zeit, guck wie die Zeit fliegt. 3 Uhr Bluttropfen auf die Nike. 100k an meinem Arm, das ist mein Traum, den ich hab. Sind gefangen, sag wie lang, sehen wir Geister in der Stadt. Für das Weed, für das Geld, für die Frauen, für den Nike, für den Weg in das Spielhotel. Wir haben viele Leute mit einer guten Stimme dabei. Ich würde sagen, seine Stimme ist jetzt nicht die beste, die wir dabei haben. Da waren Ansätze dabei, Bruder Schoki. Da waren Ansätze dabei, Cousin. Ja, aber vielleicht nächstes Jahr, Cousin. Und der Mix ist nicht so sauber, Bruder. Die haben, ich denke, du hast in echt sogar noch viel eine schönere Stimme. Aber die haben das so gemacht, dass es sich so zerquetscht angehört hat, dein Produzent. Ich weiß nicht, was er da drauf gemacht hat, aber es hat sich richtig gequetscht angehört, so richtig gepresst angehört. Ja, ich küsse dein Auge, mein wunderschöner Bruder. Vielleicht nächstes Jahr. Wir machen noch 1-2 Dreadies und dann gehen wir rüber in die Musik-Reaction. Der nächste ist Alter Nino. Er kommt aus Bremen und Juri, du bewerbst den jetzt, Cousin. Soll ich die Hand
Hand, die deine verraten. Die deine verraten hat und dich in Knast schickt für ein paar Jahre lang. Ich bin Minus gerade, du pusht Kilo Hase. Du chillst deine Eier und machst Spilo Abel. Lieferpaket, Grammeister Waage, ich muss abgehen. Lila Umsatz, Dezi-Waage auf Null. Ich muss messen, er war Sina, ich muss dran gehen. Riskante Deals bis nach 10. Er war kein Problem, ich will Scheine sehen. Versorge die Kunden mit, weiß ich nicht. Santa Marie, sie will Scheine empfangen, wie's geht. Ich mach die Nacht zum Film. Im Blut zu viel THC, wenn du wieder Nasen. Blut zu viel THC, wenn du wieder Nasen legst. Ja, in Nasen ist THC drin. Ja. Ach, Bruder. Das kann der man liegt schon so sagen. Eine Weed-Knospe, Digga, auf Tisch und man der zieht die Weed-Knospe. Das ist heute das Schlimmste, was wir gehört haben, oder? Recall. Ja? Safe im Recall. Safe im Recall. Er sagt, es ist safe im Recall. Ach du Scheiße. Eine Empfang, wie es geht. Ich mach die Nacht zum Film, wenn du zu viel. Bruder, der ah, das ist Wally. Oh mein Gott, Wally, tut mir leid, Bruder, ja. Ach, kennst du ihn? Ja, ich kenn ihn, aber Bruder, es reicht nicht. Aus Bruder. Frankfurt? Nein, es ist einer aus dem Chat, aber es reicht nicht. Boah. Wir müssen ehrlich sein, Bruder. Ja, Bruder. Weißt du, auch wenn jemand hier im Chat ist, Bruder, ich walle, ich muss ehrlich sein, Bruder. Bruder, ich küsse dein Herz, aber das war so Scheibenwischer-Flow. Ja, das war ehrlich, das war, Bruder, ja. das war definitiv nichts, Bruder. DAC, Gendarmerie, sie will Scheine fahren, wie es geht, ich mach die Nacht zum Film, im Blut zu viel THC. Bruder, es war. Nächstes Mal, Bruder. Ja, Bruder. Ich bin das nicht. Ja, würde ich jetzt auch sagen, Bruder, nachdem ich so ein Part abgegeben habe, Bruder, ja? Ich würde auch sagen, Wala, ich habe damit nichts zu tun. Ich kenne den gar nicht. Wer ist der Bastard? Ich kenne diese Tricks. Ich kenne diese Tricks. Dreddies, ich kenne diese Tricks. Ja, ich kenne die Tricks. Aber wir müssen ehrlich sein, Dreddies. Wenn wir nicht ehrlich sind, das macht gar keinen Sinn. Okay, Dreddies, wir switchen jetzt rüber. Vielleicht.